Okay, Forester, können wir eigentlich noch zwei machen jetzt? Die müssen wir später wieder abziehen. Wir brauchen auf jeden Fall Nachwuchs. Der muss langsam mal älter werden, dieser Nachwuchs. Was fällt ihm ein, nicht älter zu werden? Lieber Nachwuchs, wachst schneller. Wir brauchen Arbeiter. Wir sind hier auf dem Weltmarkt. Weltmarkt Stuckenborstel. Wenn ich mal rüber nach Gifhorn gucke, die haben wesentlich mehr drauf. Die wachsen auch viel schneller. Ist ja kein Wunder. Die arbeiten mehr. So. Die Steine haben sie bald aber weggekloppt, ne? Die guten Stucki-Steine. Die sind auch sehr beliebt, übrigens Stuckenborstler Steine. Da gibt es ganz viele Steinmetze in Stuckenborstel. Die machen eine fantastische Handwerkskunst und die sind als die Stucki-Steine. Kann man die kaufen. Ist auch sehr oft bekannt als Stuck. Die Abkürzung ist Stuck, ne? Falls ihr euch gefragt habt, was das heißt, das ist wunderschöne Handwerkskunst aus Stuckenborstel. Wenn ihr zum Beispiel eine Mietwohnung besichtigt, die ihr eventuell mieten wollt, da ist Stuck an der Decke, dann wisst ihr, aha, Handwerksarbeit aus Stuckenborstel. True Story. Und total glaubwürdig. Okay. Wir bauen noch einen zweiten Gazera. Theoretisch kann man hier noch einen dritten bauen, aber... Da kann man da theoretisch auch Holz, einen Holzsammler hinbauen. So, hier wird gerade der Weg freigeräumt. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, Forrest Gump. Mom sagt immer, dumm ist der, der Dummes tut. Oh, ich hab mir gerade mit dem Kopf gegen die Wand gehauen. So, was haben wir hier? Ja, Blues Goods, okay. Lieber zu viel als zu wenig, das ist okay. Hier wird gerade nur geschnitten, auch das ist okay. Müssen wir mal ein Auge drauf halten, dass der Kreis hier nicht ganz leer wird. Da müssen wir noch ein bisschen nachziehen. Und hier haben wir beides aktiviert, ne? Mach ich unten dann einfach auch. Ich mache da nicht diese zwei Felder Wirtschaft in Anführungszeichen, sondern ich mache einfach beides auf An und dann ist, das muss automatisiert gehen. Oh, es ist kalt hier oben. Oh, erstmal ein Jagertee. Trink mal noch ein Jagertee. So, 21. Firewood haben wir auch wieder ein bisschen. Da kommt aber nicht mehr wirklich hinterher, glaube ich. Da muss man im Sommer mehr produzieren, der Junge. Loks sollte man jetzt haben, theoretisch. Und einen zweiten Jäger könnte ich da auch noch hinbauen. Aber dann habe ich echt Probleme langsam mit dem Lagerhaus. Vielleicht baue ich ein zweites Lagerhaus. Vielleicht, weil eines nicht mehr reicht. Doch wohin? Wohin? Wo ist der Platz noch gut? Noch gut, als wäre so ein Säufer. Da und da. Hier so hin, ne? Da wäre ganz gut. Da überlappt sich mal ausnahmsweise nichts. Da sind wir nicht zu weit ab vom Schuss. Storage Barn. Andererseits wäre es sinnvoller. Wäre es sinnvoller, wenn das direkt bei den Häusern steht, aber dann müssten die das erstmal alles dahin tragen. Hier könnten die erstmal alles ablagern, zumindest Früchte und sowas. Und können das später zu den Menschen tragen. Der Herbalist und die Gatherer, die machen das hier, ne? Das ist ja nicht ganz so viel Krempel wie Steine und Holz eigentlich. Vielleicht baue ich das einfach hier oben hin. Hier so. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wenn das eine voll ist, können sie es zum anderen tragen. Und wir können nach oben weiterbauen. Mach ich mal so. Baue das jetzt mal dahin. Und dann, man möge mich dafür schlagen, aber ich baue dann hier einmal
Ah, das wird nicht reichen. Dann mache ich da ein bisschen mehr Platz drumherum. Ach, guck mal, jetzt bauen sie das Haus. Na, großartigst. So, die Straßen habe ich nur für später gebaut, ne? Nur damit du Bescheid wisst, damit da ein bisschen mehr Platz drum ist. Hierher sind zwei Plätze, zwei Straßen frei. Dann sieht das ein bisschen aus wie so ein öffentlicher Platz. Ein ganz kleines bisschen. Ich weiß ja auch nicht. Man will ja auch ein bisschen mit fürs Auge spielen, ne? Nicht nur alles irgendwie hinkriegen. Und ja, ich weiß, das sieht momentan ein bisschen ghetto-mäßig aus. Aber dafür haben wir hier so ein paar Häuser in der Ecke. Hier haben wir ein paar Häuser. Und es wird Frühling. Gut, dass wir noch Korn rumstehen haben. Das wäre tiefgefroren im Winter. Was ist das denn? Firewood low. Hier ist alles hoch, da ist alles low. Ach Mensch, leck mich doch. Kann sich auch nicht entscheiden. 2200 gleich fressen sie wieder. Es wird Frühling, die müssen erstmal die Kanonen nachladen, also die Hosenkanonen. Und deswegen gibt es erstmal eine fette Ladung Mais im Bauch. Pass auf, gleich geht's los. Gleich geht's los. Gleich geht's los. 94. Okay, gleich geht's los. Gleich geht's weiter, je nachdem. 94, wir sind bei 94. 94. Gleich geht's los. Gleich. Ja, 93, ja, 91. Hier siehst du, da sind sie am Fressen, wie die Wilden. Und da kommen gleich immer mehr und immer mehr, wie die Lemminge. Oh, 92. Ist gerade gestiegen. Wir haben ein paar alte Pilze reingebracht. Wahrscheinlich ist der Korn schlecht geworden. Da wachsen jetzt Pilze drauf. Ist egal, ist alles essbar. Scheiß Wegwerfkultur. Nur ein paar Pilze drauf sind. Was ist denn jetzt los? Nehmen wir den Farbeimer vom Land. Ach, Stuckenborstel, dein unberechenbares Wetter. Was, warum liegt da Fleisch rum? Da liegt einfach Fleisch rum, hier liegt einfach Korn rum. Was ist denn los mit den Stuckenborstelern? Ich kann die aber nicht nachvollziehen. So, sollen sie das Lager bauen und dann bauen wir uns noch einen Gazera. Das Haus ist fertig, da sind sofort welche eingezogen. Fertigen und, wer ist, Paralisa. Das ist die Gewinnerin der Paralympics. So. Muss aber trotzdem auf dem Feld arbeiten. Wir müssen da gucken, wo wir bleiben. 73 Jahre alt. Boah, der Stewart. Der überlebt alle. Patrick Stewart. Finde ich gut. Hier auch schon 70 Jahre alt, die Valenze. Oh, und da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben. Ich rieche es förmlich. Alter, die Bäume werden grün, aber das... Aber es schneit noch. Das ist ungewöhnlich, aber gut. Dann schicken wir erstmal wieder alle aufs Feld. Zwei fehlen. Ich nehme mal zwei Forester raus und hau die mal wieder aufs Feld. Jetzt verschwindet auch der Schnee. Es ist ein später Frühling, wie es aussieht. Ach, ich mag das. Wahrscheinlich fängt es eh gleich wieder an zu pissen, weil ich mich gerade freue darüber, dass es grün ist. Ich mag das, wenn es grün ist. Es gibt nichts Schönes, außer wenn es grün ist. Und natürlich wird Tünes. So, hier soweit alles Taco. Was ist los? Firewood ist low. Ja, Alter, hier ist so viel Holz. 112 Loks, 174 Stone. Wir können schon ein bisschen bauen, aber ich will natürlich nicht wegen... Ich habe Angst vor dem Fressen. Also vor zu wenig Fressen. Essen ist wichtig. Vergesst nicht zu essen. Ich weiß, die Zeitschriften und die Modemagazine, die diversen Fernsehprintmagazine und alles wollen euch weismachen, ihr seid zu fett und zu hässlich. Aber das Leben besteht nicht aus Photoshop. Das Leben besteht aus Menschen wie dir und mir. Wir haben alle unterschiedliche Formen. Der eine hat einen dicken Bauch, der andere hat ein dickes Bein. Der nächste hat einen dicken Kopf. Das ist ganz normal. Dem einen fallen früh die Haare aus, dem anderen früh die Arme. Man kann sich nicht dagegen wehren. Es ist die menschliche Natur. Wir sind alle verschieden. Und jeder kann auf seine Weise schön sein, wenn er es nur für sich beschließt. Ich kenne zahlreiche Menschen, die den Mund aufmachen. Halt, ich fange noch einmal an. Ich kenne zahlreiche Menschen, die sind wirklich attraktiv. Im Sinne von dem, was uns die Printmedien und die Fernsehmedien vorjubeln wollen. Doch kaum, dass man ihnen die Hand geschüttelt hat und dass sie den Mund aufmachen, werden sie auf einmal schlagartig hässlich.
Leider gibt es heutzutage zu viele von diesen Menschen. Opportunisten und Menschen, die sich selbst der Nächste sind. Menschen, die immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Menschen, die nur an sich selbst denken und nie an andere. Leider leben wir in einer solchen egozentrischen Gesellschaft. Auch damit müssen wir leben. Die Frage ist nur, wie wir es tun wollen und ob wir selber ein Teil davon sein wollen. Wollte ich schon immer mal sagen. So. Diese anklagende Stimme. Near Capacity, Near Capacity, Firewood is low, Firewood is low, Firewood is low. Und Kind geboren. Ja, ich sage, wenn es kalt ist, Reibungsenergie und schon werden die Kinder geboren. Das geht ratzefatze. Einfach mal keinen Schweinedarm über den Penis stülpen. Zack, ist Nachwuchs da. Und ja, liebe Freunde, die es nicht wissen. Alter, 3 Kinder. Oder mehr? Nein, 3. Sehr gut, so lobe ich mir das. 2 Kinder ist okay. Hier, Studenten, Studenten. Alles voll mit Studenten, also Schülern. 2 Schüler, 17 Jahre alt. Da müssen wir theoretisch noch ein Haus bauen. Ich habe Angst vor einer eventuellen Überbevölkerung. Was sagt die Schule? 9 Schüler. Dann baue ich da doch nochmal ein Haus. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. So. Puff. Ich gehe das Risiko einfach mal ein und dann gucken wir mal. Hier könnte ich ja theoretisch... So, hau ich doch da nochmal einen Brunnen hin. Upp. Dann haben wir doch tatsächlich so einen ganz kleinen Marktplatz mit einem Brunnen in der Mitte. Machen wir Stein, 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 Stein. Haben wir einen ganz kleinen Marktplatz. Ein Marki-Marktplatz. So, 9 von 48 Holz. Wow, da fliegt das Holz nur so umher. Es ist ja unfassbar. 109, ja, wir hätten ja genug. Und hier sind immer noch Steine. Alter, seit 2 Jahren sind hier schon Steine am Kloppen. Und es wird einfach, doch, es wird weniger. Es wird deutlich weniger, das ist gut. Und Holz kriegen wir jetzt auch Nachschub. Und wir wollten ja noch einen Gatherer bauen. Gatherer bauen. Dazu brauche ich ja mal ganz, warten wir mal ganz kurz, bis das da fertig ist. Dann baue ich ja noch einen Gatherer. Ja, 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 es schiebt sich immer so ein bisschen nach hinten. Aber die Zeit muss man sich eben nehmen. Das Spiel heißt ja banished und nicht panished. Also panished ist Englisch für paniert. Ne, nicht für Panik, das wäre ja panicked. Panished heißt paniert. The panished Schnitzel, sozusagen. Das Tolle ist, man kann so viel Scheiß erzählen, wie man will. Es klingt manchmal trotzdem glaubwürdig. Was heißt denn paniert auf Englisch? Weiß ich gerade gar nicht. Panate? Weiß ich nicht. So, wir brauchen 10 Bauarbeiter. Haben 2. Ist guter Schnitt, auf jeden Fall. Wir brauchen noch 2 Forester. Wir brauchen... Alter, die Leute müssen mal langsam aus der Schule kommen. 8 Studenten. Hey, ein Laborer. Das trifft sich gut. Los, ab auf den Baumarkt mit dir. Also auf den Bau... auf die Bauarbeiten... Gedingse. Guck mal, hier haben wir noch neulich den Wald abgeholzt. Da wächst alles wieder nach jetzt. Ist echt ganz gut. Wir brauchen da unten noch 2 Forester. Dann hätten wir eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so wenig Loks. Alter, der braucht echt mal ein bisschen Nachschub, der Kollege. Warum horten die das alle da hinten? 123. Ich kann ja nicht mal sagen, dass die das rüberziehen sollen. Ich könnte jetzt theoretisch noch einen Weg dahin hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Weg da so baue. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt. Jetzt latscht der da übers Feld. Und kommt da angescheißert. Ich beobachte das gerade mal, den Weg. Was? Wo läuft der hin? Und da liegt schon wieder Fleisch. Liegt überall Fleisch rum. Und das Feld wird überhaupt nicht angebaut. Na geil, mir fehlt ein komplettes Feld. Mir fehlt ein Feld, weil sie das Zeug nicht weggeräumt haben, oder was? Und ich kann das Zeug nicht wegräumen, weil... Boah, das ist ja mega scheiße jetzt. Was soll ich denn jetzt machen? Das Feld wird doch nicht bestellt.
Muss ich das komplett nochmal abreißen, weil da jetzt irgendwie Korn drauf liegt? Das Fleisch wird auch nicht weggeräumt. Was ist denn mit den Leuten los? Warum lassen die Sachen liegen? Das ist doch blöd. Und jetzt kann das ganze Feld nicht bestellt werden, weil da und da ein bisschen Korn liegt. Das kann doch nicht sein. Leute. Das ist doch mega kacke. Jetzt muss ich alles abreißen. Entschuldigung, Moment. Ah ne, Iron will ich gar nicht. Wo waren hier Collect Resources? Das hier, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Feld abbauen kann. Das wäre doch mega schäbig, wenn das einfach liegen bleibt. Das kann doch nicht sein, dass ich das Feld jetzt überhaupt nicht benutzen kann. Das ist doch lächerlich. Dann sterben die alle des Hungers wegen sowas, oder was? Da rege ich mich ein bisschen auf. Das ist echt kacke. Das ist eigentlich ein grober Schnitzer. Also das ist für mich eher schon so ein Bug, muss ich zugeben. Das jetzt nicht einfach wegräumen können. Und dann liegt da Fleisch rum, dann liegen da Ressourcen rum und die werden nicht weggeräumt, obwohl das Lager niemals auf 100% voll war. Die haben das einfach liegen lassen. Ich verstehe nicht, warum. Hey, wir haben zwei neue Arbeiter. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr darüber, aber hierüber freue ich mich überhaupt nicht gerade. Denn ich habe Angst, jetzt kriegen wir den ganzen Nachwuchs. Die werden doch alle verhungern. Das kann doch nicht sein. Das räumt auch keine Sau weg. Und wie man das Feld wegkriegt. Gatherers hat, bla bla bla. Ja, kann ich natürlich auch nicht machen, weil da ist ja schon Cropfield. Wieso geht das? Alter, das ist doch scheiße jetzt. Das kann ja echt nicht sein. Ich kann jetzt zwar ein neues Feld bauen, klar, aber das will ich gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass die das nicht wegräumen und nix. Moment, kurz husten. Entschuldigung, aber das fällt für mich wirklich unter Bug. Also das ist scheiße. Mag ich jetzt nicht. Mag ich gerade nicht leiden. Tut mir sehr leid, liebe Stuckenborstler, aber das ist echt scheiße von euch. Und dass ihr das Fleisch einfach da liegen lasst, obwohl ihr es echt dringend benötigt, kann ich nicht nachvollziehen. Ist mir echt ein Rätsel. So, 53 von 60. Das Ding ist zumindest gleich fertiggestellt. Dann können sie den Brunnen auch mal machen. Dann mache ich noch einen zweiten Gatherer in der Hoffnung. Ne, es bringt wahrscheinlich eher nichts mehr. So, der Gatherer hat da alles ab. Oh, der hat aber einen riesen Radius. Uiuiuiui. Domno und Tiffy hier von Bödefeld. Hier, Gatherers Hut. Mach ich einmal direkt daneben, ne? Oder? Der geht bis zu dem Baum. Hau ich da hin, haben wir noch eine kleine Lücke dazwischen, aber dafür haben wir mehr Einzugsgebiet. Jetzt sehe ich die Baustelle nicht. Wo ist die Baustelle? Wo ist die Baustelle? Ich sehe die Baustelle gar nicht. Da sollen sie erstmal hinbauen, dann können wir das immer noch machen. Das hier ist doch, das ist zutiefst ärgerlich. Ganz ehrlich, das ist echt mega ärgerlich. Wieso nimmt denn keiner den Scheiß hier auf? Wir haben 11 von 11 Farmern und ein Feld lag die ganze Zeit brach, weil da zwei Körbe drauf liegen. Ja, drei Leute working at this location. Sehe ich nichts von. Mal Pepper anbauen, aber es wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Guck mal, da liegt auch schon wieder ein Korb rum. Hier ist ein Korb. Hier ist ein Korb. Verstehe ich nicht. Uns fehlt ein komplettes Feld an Ernte. Das wird jetzt ein sehr, sehr harter Winter. Das wird echt eine Prüfung,
Und ich habe ein bisschen Bammel, weil jetzt der ganze Nachwuchs kommt. Der Nachwuchs ist ja schon da, der hat ja auch Hunger. Scheiße. Guck mal hier, Drakim.